So Leute, herzlich willkommen hier vom Kanal des Lifestyle. Danke, mit dem Motovox und das hier geht frisch aus Ibiza. Ja Leute, ich bin nochmal spontan nach Ibiza gereist, um nochmal eine Woche hier abzuschalten. Und genau, das ist der Ausblick von dem Hotelzimmer. Und ja, wir haben ein Superior Deluxe Zimmer bekommen. Ja, sieht auf jeden Fall richtig nice aus. Der Vlog wird ein bisschen, ist vielleicht auch schon aufgehört, anders aufgebaut werden, denn ich bin jetzt halt nur in Anführungszeichen eine Woche hier und nutze das Ganze hier ein bisschen, um abzuschalten. Denn die letzten Wochen und Monate waren dann doch sehr anstrengend, auch vom Drehen, vom neuen Format und so ein paar Projekte. Das schlaucht ganz schön, nebenbei noch arbeiten. Genau, deswegen werde ich kurz einen Vlog machen, anders als sonst. Ich war ja schon mal auf Ibiza, also wer neugierig ist, das noch gar nicht kennt, kann gerne meinen Vlog von 2019 auschecken. Zeige ich natürlich ein bisschen mehr. Nächstes Jahr, wenn ich wiederkomme, gibt es dann endlich auch wieder einen richtigen, normalen, mehrteilige Vlogs-Serie, wie ich es auf Mallorca gemacht habe. Und genau, ich werde es jetzt auch hier genießen, Leute. Und ja, trotzdem ein bisschen was machen, aber diesmal anders als sonst. Und genau, ich wünsche dir auf jeden Fall viel Spaß beim Gucken. Und dann sehen wir uns später gleich wieder. Also dann haut rein. Life is a winding road, no telling where it goes. Driving through days and nights, won't stop for traffic lights. So Leute, wir waren jetzt gerade auf dem Hippie-Markt Las Dalias. Genau, wer wissen will, was man dann sonst noch alles guckt, der kann gerne meinen Vlog von vor 2 Jahren abchecken. Ich habe ja schon mal einen Ibiza-Vlog gemacht von 2019. Da zeige ich noch ein bisschen mehr, was es auf dem Hippie-Markt Las Dalias alles so gibt. Auf jeden Fall bekommt ihr da halt Schmuck, Essen, Kunst, alles Mögliche, was ihr euch vorstellen könnt. Ich habe auf jeden Fall nochmal einen neuen Hut geholt. Ich wollte mir eigentlich ja von der Kultmarke auf Ibiza Emonkey einen coolen Hut kaufen, aber leider, so schön die auch sind, so teuer die auch sind, wenn das nicht passt, dann passt es nicht. Und dann bringt es auch nichts, irgendwie sich was zu kaufen, was so nichts Halbes, nichts Ganzes. Deswegen habe ich jetzt so die Mittelwahl getroffen. Werde dann aber in Deutschland dann mit ein paar nice Picks machen. Und jetzt gehen wir noch kurz nach San Carlos. Dann geht es wieder zurück ans Wasser, Leute. Also bis später. Life is a winding road. No telling where it goes. Driving through days and nights, won't stop for traffic lights. And I really wanna know, really wanna know, if I'll ever figure out where the road goes. Even if I'm falling down, I will keep on searching for my highs. You can say I lost my mind, I will keep on holding my head high. Even if the sky is falling down. Meine Lieben, ja, heute bin ich in Santa Olaria und ja. Hier war ich schon mal vor 2 Jahren, beziehungsweise durchgefahren. Genau, ja, aber Santa Olaria ist auch eine sehr schöne Stadt. Klein, aber fein, hier hat man alles. Also man muss nicht immer nach Ibiza Stadt fahren, auch wenn natürlich Ibiza Stadt auf jeden Fall, gerade wenn du das erste Mal auf Ibiza bist, es wert ist, da hinzufahren. Das ist ganz klar. Aber trotzdem, wenn man da schon war und nicht unbedingt jetzt dahin möchte, ist Santa Olaria auch schön. Sie haben hier einen schönen Hafen. Zeige ich euch das alles. Alles klar, Leute. Bis gleich. Also was mir auf jeden Fall in Spanien gefällt, ist, dass es kein Hate gegen Deutschland, aber
Was ich halt an Spanien oder bei den Südländern im Allgemeinen in Spanien gefällt, ist einfach die Achtsamkeit untereinander. Einfach diese Wertschätzung, diese Freundlichkeit, diese Mentalität. Kein Stress, Piano, ruhig. Da kann sich Deutschland echt eine Scheibe von abschneiden. Das ist auch das, was ich so ein bisschen auch in Deutschland, auch wenn ich da gerne lebe, auch wenn ich gerne in Hamburg lebe, alles cool. Aber davon wünsche ich mir ab und zu gerne viel, viel, viel mehr. Von dieser Leichtigkeit im Leben. Gerade jetzt auch zur Corona-Zeit, wie Deutschland, wir haben alles bekommen. Klar, viele haben auch ihren Job verloren, aber trotzdem, die Spanier, denen geht es echt schlecht. Da ging es auch schlecht und haben trotzdem, ihr wisst, was ich meine. Und das finde ich, da können wir uns echt einfach, die leben das Leben ganz anders. Und wir Deutschen sind so verwöhnt und immer mit dem Mundwinkel unten, alles ist scheiße, alles ist schlecht. Gerade wenn es auch um die Politik geht und hier und das, das klappt nicht. Boah, Leute, ey, nervt. Einfach mal das Leben genießen. Wisst ihr, was ich meine? Und nicht immer dieses deswegen, ich liebe es hier so und deswegen, second home. So, jetzt geht's weiter zum Strand. So, Leute, ich habe hier Feuerquelle erwischt. Hier in Kana Maskana. Am Fuß von hinten. Ich kann zwar noch bremsen, aber das hat nicht mehr allzu gelangt. Naja. Eigentlich auch nicht so viel, weil es eine kleine war. Aber was soll's? Doof ist doof. Aber trotz alledem ist es so schön. Und genau. Ja, wichtig ist, dass dort die meisten wissen, dass ja, wenn man gestochen wird oder was abkriegt, gleich mit Sand abreiben, weil die Nesseln sich auf der Haut ja festsetzen. Mit dem Sand könnt ihr das abschmögeln. Ja. Aber eigentlich nicht ganz. Ich habe es eben gerade ja auch gesehen. Ich bin da ganz leicht vorbei. Hab die gar nicht gesehen. Dann schwammen sie direkt. Die ist auf einmal aufgetaucht. Und gleich erstmal den Rückwärtsgang eingelegt. Moment mal, so nicht. Nö, möchte ich nicht. Nö, einfach nö, Leute. Und sonst ist Kalamastella echt schön. Und gerade auch zum Schnorcheln. Geht halt vollkommen klar, Leute. Jo. Ja, Leute, so, die Bucht war okay. Ist natürlich Geschmackssache, weil vielleicht für die Leute, die vielleicht nicht gerade so viel schnorcheln wollen, war es vielleicht ein bisschen langweilig, keine Ahnung. Ich fand es so gut, bis auf dass mich halt die Feuerquelle da erwischt hat. Es war nicht so geil. Aber mittlerweile geht's wieder. Ein Glück, es war nur ganz leicht gestriffen. Das hätte man noch mehr gesehen, Leute. Und jetzt geht's erstmal zurück ins Hotel, was futtern. Und dann geht es weiter. So, genau. Ja, Leute, also, bis später. Haut rein. So, Leute, wir waren jetzt eben hier bei der Playa, bei Cala Briox und ich zeige euch einmal ganz kurz nochmal den Strand von oben. Ich laufe gerade hier schön barfuß über diesen wunderbaren Weg hier. So, und das ist eigentlich wunderbarer Ausblick, den man nochmal hier oben über die Bucht hat. Und auf jeden Fall kann ich euch, wie gesagt, was ich ja von unten schon meinte, Bucht einfach empfehlen. So, schaut hier aus, Leute. Also lohnt sich auf jeden Fall, wenn man auf Ibiza ist, die Bucht auszuchecken. Tipp von mir. Und wenn ihr halt hinten lang geht, habt ihr hier vorne einen kleinen extra Teil. Ist auch echt schön. Also einmal mal ein bisschen weiter gehen und dann entdeckt man hinter mir so einen kleinen Strandabschnitt. Das Wasser ist echt richtig klar. Also. Und ihr habt halt, wie gesagt, einen wunderbaren Ausblick von dieser schönen Bucht. Das Einzige, was heute ein bisschen doof ist, ist, dass vereinzelt Feuerquallen wieder mal da sind. Ich erinnere mich ja nur von dem Video. Aha, lustig. Ja. Aber gut so. Tauchen kann ich euch sagen, schnorcheln
Hier ist nichts, also weil das Wasser so klar ist und hier auch nichts wächst, lohnt es sich eigentlich nicht zu schnorcheln, auch wenn das Wasser sau klar ist. Aber so ist es auf jeden Fall. Großes Planschbecken auf jeden Fall. Läuft! Get everybody staring for days. All they see is just a young, pretty face. But I'm trying to get to know you much better. Don't matter how much time it will take. But there's something you're trying to hide. There's something you're keeping inside. But I'm trying to get to know you much better. Ich muss einmal ganz kurz was festhalten. Ich war hier gerade im Schnorcheln. Hier am Strand. Da vorne am Stein, an den Felsen. Da gibt es Schürtefische, bunte, auch so kleine Aale, Seeigel. Ist halt so ein kleines Korallengebiet. Ne? So, ist ja logisch. Aber ich verstehe nicht, warum Menschen. Ich hoffe, ihr könnt das sehen, da mitten auf den Korallen, also auf den Stein, da wo auch diese Korallen sich da dran festsetzen, also den Lebensraum der Fische, warum muss man da rumlaufen? Und das sind auch nämlich viele Seeigel. Ich wünsche es ja keinem. Ich will auch jetzt nicht, das ist gemein, ich weiß, Freunde, aber eben, als ich ins Wasser ging, brüllte die Dame ganz so, aua, sorry, dann denke ich mich so, selber schuld, man muss da nicht lang gehen. Ihr könnt immer eure Meinung in die Kommentare schreiben. Naja, auf jeden Fall geht's jetzt wieder zurück ins Wasser. Tschu. You get everybody staring for days. All they see is just a young, pretty face. But I'm trying to get to know you much better. Don't matter how much time it will take. But there's something you're trying to hide. There's something you're keeping inside. But I'm trying to get. Der letzte Tag in Paradise hier auf Ibiza. Ja, meiner zweiten Wahlheimat neben natürlich Deutschland, Hamburg ist Ibiza ganz klar Platz 2. Genau, aber natürlich geht dann morgen wieder zurück nach Germany, nach Hamburg. Ich freue mich irgendwo schon drauf, aber irgendwie auch nicht. Hier sitzt man abends bei 24 Grad draußen. Kurzhose, das ist ja genau mein Lifestyle, wenig Sachen an. Kurzhose, lange Hose, aber ne? Dünne Sachen an. Dieses Lebensgefühl spielt sich hier auch in Spanien, Italien, überall draußen ab. Und das ist das, was ich halt so ultra halt liebe und nix. Wir schnacken gleich weiter, ich gehe jetzt als Frühstück erstmal und sehen wir uns gleich. Ihr versteht mich, aber es ist einfach schön.
Klar, dass es der letzte Tag in Paradise ist für mich, aber ich komme wieder, keine Frage, wie war das, der Spruch von Porsche Panther? Ich komme wieder, keine Frage, keine Ahnung, wer es weiß, kann es mal in die Kommentare schreiben. Auf jeden Fall, Ibiza, für mich, wie gesagt, mega und next year, I'll be back, genau wieder hier, an dem gleichen Spot. Für mich mit zum Wohnen, schönste Ecke. Und dann gibt es auch einen viel, viel ausführlichen, längeren Vlog, das ist ganz klar. Das war jetzt, wie gesagt, eher für mich auch ein Erholungsurlaub, mal nicht zu arbeiten, mal nicht irgendwie großartig zu vloggen, zu filmen, zu fotografieren. Ein bisschen habe ich ja doch gemacht, aber bis jetzt ja. Auf diesem Wege möchte ich mich nochmal bei den neuen Abonnenten bedanken. Vielen herzlichen Dank, dass der Kanal immer weiter und weiter wächst. Schön, dass du hier neu bist. Was erwartet dich hier? Hier erwarten dich Vlogs, Fashion, Beauty, Lifestyle für Männer. Genau, Leute, also schön, dass ihr dabei seid. Wenn dir das Video gefallen hat, dann lass mir das mal ganz gerne ein bisschen mit einem Daumen nach oben da und schreib auch gerne, ja, was dich bewegt, in die Kommentare. Und support das Kamort und denkt dran, Glocke an Ehrenmann, damit keiner das Video hier auf meinem Kanal verpasst. Wir sehen uns dann am Dienstag wieder zu einem neuen Fashion-Video hier auf meinem Kanal, dann aber aus Hamburg, leider. Also Leute, haut rein, wir sehen uns und ich sag jetzt schon mal Tschüss. Moin Leute, einen wunderschönen guten Morgen. Ja, der Urlaub ist zu Ende, der kurze, die Woche, die 7 Tage. Schön war's, wie immer, Ibiza, my second home. Ich liebe aber die Insel und ja, jetzt geht's gleich zum Frühstück. Und dann kommt auch schon der Transfer. Und der bringt mir dann zum Flughafen. Und ich finde die Vorstellung, ich weiß nicht, wie es euch immer geht, könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, ich finde die Vorstellung immer so krass, dass man immer denkt, krass, man ist erst nächstes Jahr, beziehungsweise im halben Jahr wieder hier. Ja, weil erstmal kommt jetzt Weihnachten, dann kommt Silvester, Neujahr, wieder kalt, alles kacke in Deutschland. so gefühlt halt, ne? Und dann muss man wieder warten, dass man wieder her kann. Und dann ist man wieder arbeiten. Naja, aber so ist es halt. Genau, ich mache mich jetzt mal fresh. Und dann schaue ich mal, dass ich den Koffer zukriege, denn ich habe immer das Gefühl, vielleicht geht es eher auch so, wenn man zurückfliegt, hat man gefühlt weniger. Also irgendwie gefällt mir das Packen, wenn ich zurückfliege, immer leichter, weil ich irgendwie ein anderes Packen irgendwie gar nicht muss, weil ich nachdenke, automatisch mehr Platz hat. Ich hoffe, dass es diesmal aufgeht und ich hoffe, dass eben der Koffer jetzt zugeht, Leute. Also drückt mir die Daumen. Machen wir es noch kurz, ja, und dann sehen wir weiter. Hier ist mein Koffer. Ja, mal gucken, ob der zugeht. Da könnt ihr ihn sehen. Ich habe auch nicht alles gut verschaut bekommen. Aber mal gucken, wo ich doch den hinquetsche. Genau, aber mal sehen, ja. So, ansonsten hatten wir, wie gesagt, ein sehr schönes Zimmer. Und großgeräumig und mit einem, ihr habt es ja auch zwischendurch in diesem Vlog ja auch gesehen, mit einem fantastischen Blick nach draußen. Ach komm, den zeige ich euch mal. Jeden Morgen immer schön gefilmt, gesessen, genossen.